Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Kennt ihr diese Situation? Ihr kommt in einen Raum und dort sticht eine Person ganz speziell aus der Masse raus. Ihr kennt diese Person nicht, aber diese Person hat so eine Ausstrahlung, so eine Aura, die man sofort sympathisch findet. Es gibt auch genau das Gegenteil. Man trifft auf eine fremde Person, die ist einem sofort unsympathisch oder die hat schon so eine murrige Art. Ich kann euch sagen, diese Person sollte an ihrem Herzchakra arbeiten. Und was das Herzchakra ist, darum wird es unter anderem heute gehen. Denn in diesem Video geht es um die Chakren. Mir ist dieses Thema unglaublich wichtig, weil ich glaube, ich bin so vor einem halben, dreiviertel Jahr mit den Chakren in Berührung gekommen. Und seit ich weiß, was das ist, wie ich damit arbeiten kann, wie ich das für mich nutzen kann, hat sich unglaublich viel für mich verändert. Und das ist nichts Esoterisches, Spirituelles. Es ist einfach etwas, mit dem wir unser Leben wunderbar, einfach und simpel verbessern können, steuern können, mehr Energie haben können. Die sieben Hauptchakren, um die es nämlich heute geht, das sind auch die sieben Hauptenergiezentren in unserem Körper. Und die münden dann in das achte Chakra, in die Aura, und das bildet quasi so einen schönen Energiekreis. Und die Schwingungen werden immer höher, also vom ersten Chakra, was ganz unten ist, dann höher bis zum siebten Chakra, was hier oben ist. Und die Chakren werden dargestellt durch kraftvolle Symbole und durch bestimmte Farben, die dann auch die Chakren aktivieren. Und das ist dann auch das Interessante dabei. Man kann Chakren nicht nur durch Farben und die Symbole aktivieren, sondern auch durch Edelsteine, durch Düfte und Naturgeräusche zum Beispiel. Aber ich möchte euch gerne mal die Symbole so ein bisschen zeigen. Hier seht ihr die einzelnen Chakren und die wunderschönen Symbole dazu. So. Und im Moment läuft ja auf Facebook gerade meine 21-Tage-Facebook-Challenge Mehr Energie in deinem Mama-Alltag. Und ich habe die Chakren dort leider nicht mit reinnehmen können, weil es den Rahmen gesprengt hat. In dem Begleitbuch, was ihr aber bei Amazon bekommen könnt, gibt es auch einen Chakren-Exkurs, wo auch nochmal alles zu den Chakren erklärt ist. Und ich würde sagen, im Folgenden gehen wir jetzt wirklich mal diese sieben Chakren durch. Ich werde euch sagen, wo jedes einzelne Chakra sitzt, durch welche Farbe es aktiviert wird und wofür es steht. Fangen wir mal mit dem Wurzelchakra an. Das ist das erste Chakra und das ist am unteren Ende eurer Wirbelsäule und öffnet sich demnach auch nach unten. Die Farbe des Wurzelchakras ist rot und das Wurzelchakra steht für Kraft, für Urvertrauen. Es verwurzelt uns, es gibt uns Geborgenheit und es steht auch für das Überleben und es ist unsere Basis. Und im Wurzelchakra ist das Ich, also da geht es um uns. Im zweiten Chakra dann, im Sakralchakra, das befindet sich ungefähr 2 cm oberhalb eures Schambeins. Und die Farbe des Sakralchakras ist orange. Und das steht für Lebensfreude, für den Fluss des Lebens. Es steht dafür, Dinge genießen zu können, für Vitalität, für Selbstwertgefühl. Es steht aber natürlich aufgrund seines Sitzes auch für Sinnlichkeit, für Erotik, für Sex, für die Fruchtbarkeit, für uns Mamas super, super wichtig. Und hier geht es dann vom Ich, was wir im Wurzelchakra haben, hin dann zum Du, zum Wir, also zur Dualität, Beziehungen, Partnerschaft. Wir können ja hier schon mal wirklich ansetzen, wenn ihr vielleicht an eurer Partnerschaft arbeiten möchtet, wenn ihr mehr Lebensfreude in euer Leben holen möchtet, wenn ihr wieder ein bisschen mehr Erotik in eurem Leben haben möchtet, könntet ihr zum Beispiel an eurem Sakralchakra arbeiten. Das heißt, ihr könnt dieses Sakralchakra auf verschiedene Art und Weisen aktivieren. Darauf werde ich später dann nochmal eingehen. Ihr könnt es euch aber auch super einfach machen und einfach ein bisschen mehr Orange als Kleidung tragen. Das dritte Chakra, das ist das Solarplexus-Chakra oder auch das Nabelchakra und erklärt damit auch schon ziemlich genau, wo es sitzt, nämlich ungefähr 3 cm oberhalb eures Nabels. Und das Nabelchakra wird durch ein leuchtendes Sonnengelb aktiviert und es steht für inneren Frieden, mit sich selbst im Einklang sein, für Ausgeglichenheit. Das ist so für mich diese innere Mitte, von der immer alle reden. Es geht darum, was für mich wichtig ist, was ich brauche, womit ich mich wohlfühle. Das ist für uns Mamas, finde ich, auch immer super wichtig, dass wir das halt nicht vergessen. Oder wenn wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich möchte und was ich brauche,
dann könntet ihr auch zum Beispiel mit eurem Nabelchakra arbeiten. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man so ein Kloß im Bauch hat oder so Steine, die so schwer im Bauch liegen, dann ist man nicht in Harmonie und dann sollte man auch an seinem Nabelchakra arbeiten. Und dieses Nabelchakra ist mit dem fünften Chakra verbunden. Da komme ich dann dazu, wenn wir beim fünften Chakra sind. Denn wir kommen jetzt erstmal zum vierten Chakra und das ist alleinstehend. Denn das vierte Chakra ist das Herzchakra und das befindet sich auf Höhe eurer Brust. Und die Farben des Herzchakras sind rosa und pink und ist wie gesagt alleinstehend. Und damit arbeite ich auch super, super gerne. Da gibt es auch super schöne Meditationen. Denn beim Herzchakra geht es darum, was mega wichtig für sich selbst ist, aber auch für das Umfeld. Es geht um Harmonie, um Liebe, um die Selbstliebe. Es geht Vertrauen in sich selbst, ist mir auch super wichtig. Es geht aber auch um Heilung, um Vergebung, also sich selbst vergeben, aber auch anderen vergeben können. Ich finde es auch ganz wichtig, sich selbst vergeben zu können. Es geht um Hoffnung. Es geht darum, sich zu öffnen, auch anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Beim Herzchakra geht es darum, liebevoll zu dir selbst zu sein. Deswegen arbeite ich super gerne mit meinem Herzchakra, weil wenn man das tut, ist man halt liebevoll zu sich selbst. Und ich muss ehrlich gestehen, so im stressigen Alltag vergisst man sich selbst halt super oft und ist weniger liebevoll zu sich selbst. Dort ist aber auch der Sitz des inneren Kindes, was ich auch immer super, super spannend finde, die Arbeit mit dem inneren Kind. Und wenn ihr eine gerade Körperhaltung annehmt, dann öffnet ihr dieses Herzchakra. Das ist auch eine ganz, ganz einfache Übung, einfach so eine gerade Körperhaltung. Da wird man auch automatisch glücklich, fröhlich und energetisch, wenn man sich mal richtig aufrichtet. Und da öffnet man so dieses vierte Chakra, das Herzchakra. Kommen wir jetzt zum fünften Chakra, zum Halschakra, was ja mit dem dritten Chakra, also dem Nabelchakra, verbunden ist. Das sitzt so in der Nähe eurer Halskuhle und des Brustbeins und die Farben sind Himmelblau und Türkis. Und was sich halt im dritten Chakra manifestiert, also was wir da festgelegt haben, was für uns wichtig ist, was wir brauchen, das wird dann manifestiert im Halschakra. Also da geht es nämlich um Klarheit, um Freiheit, also um die empfundene Freiheit, aber auch um die Freiheit, sich ausdrücken zu können. Auch sich dem, was man im Nabelchakra, was man sich klar geworden ist, was einem wichtig ist, dann im Halschakra auch ausdrücken zu können. Denn das Halschakra steht auch für Kommunikation, aber auch für Kreativität. Das sechste Chakra, gehen wir dann weiter, ist unser Stirnchakra. Das ist auch als drittes Auge wird es auch benannt und das sitzt zwischen unseren Augenbrauen. Und die Farben sind Indigoblau oder so ein schönes Dunkelblau. Und da geht es oft um so Themen wie Depression, um Burnout. Denn beim Stirnchakra, da schaut man so nach innen. Da geht es um Entspannung, da geht es um Ruhe. Und es geht aber auch darum, dass man wohlwissend, dass alles in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Also deswegen weiß ich zum Beispiel, dass ich an meinem Stirnchakra arbeiten muss, weil ich darauf vertrauen muss, dass es schon alles so richtig laufen wird. Also um dieses Loslassen, sich mal zurücklehnen, einfach so darauf vertrauen, dass man das Richtige tut und dass es schon so funktionieren wird. Und das Stirnchakra, das lädt auch ein, so ein bisschen auf seine Intuition zu hören. Und das sechste Chakra, das Stirnchakra, ist jetzt wiederum mit dem zweiten Chakra verbunden. Und als letztes haben wir jetzt noch das Kronenchakra, das ist unser siebtes Chakra und das sitzt hier auf der Kopfmitte und öffnet sich dementsprechend nach oben. So wie sich das Wurzelchakra nach unten geöffnet hat, öffnet sich das Kronenchakra nach oben und ist natürlich auch mit dem ersten Chakra, dem Wurzelchakra, verbunden. Die Farbe ist lila, auch super, super schön. Und wenn man zu viel in seinem Kopf zum Beispiel ist, also wenn man ständig am Denken ist, dann ist man nicht richtig verwurzelt und sollte zum Beispiel an seinem Wurzelchakra arbeiten. Und das Kronenchakra, das ist jetzt etwas, wo es ein bisschen spiritueller wird. Da geht es nämlich um Spiritualität, um kosmische Energien, darum, dass es halt einfach mehr gibt, was wir nicht alles so vielleicht verstehen können, aber darum, das halt auch zu leben, dieses Mehr. Und beim Kronchakra geht es auch darum, dass wir alle energetisch miteinander verbunden sind und dass keiner für sich alleine ist. Und dieser Gedanke ist manchmal sehr, sehr schön und auch sehr hilfreich zu wissen, wir sind niemals allein. Ihr kennt vielleicht diese Situation, dass ihr an eine Freundin denkt und die euch kurz danach dann anruft. Das ist halt so dieses, alles ist miteinander verbunden. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, mit den Chakren zu arbeiten, die Chakren zu aktivieren. Und ganz schön ist so eine ganz kurze Chakra-Meditation. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das jetzt gerne mitmachen.
oder euch dann einfach später das Video nochmal vornehmen. Für die Chakra-Meditation legt ihr euch am besten einfach gemütlich hin, aufs Bett, auf eure Couch und atmet ein paar Mal tief ein und aus. Also tief in den Bauch einatmen und dann wieder die ganze Luft durch den Mund ausströmen lassen. Also. Und das macht ihr jetzt so 2-3 Mal. Durch das tiefe Atmen entspannt sich euer Körper nämlich ganz automatisch und ihr werdet ganz ruhig und entspannt und euer Körper wird schwer und alle Sorgen und alles, was euch belastet, das könnt ihr mit dem Ausatmen einfach ausströmen lassen. Und in der Chakra-Meditation werden wir einfach die Chakrenpunkte aufmerksam durchgehen und ihr stellt euch die entsprechenden Farben vor und schaut einfach mal, wo ist die Farbe stark ausgeprägt und wo ist sie schwach ausgeprägt. Also wo könnt ihr euch das nicht so richtig vorstellen, die Farbe. Und das sind dann die Chakren, an denen ihr arbeiten solltet, also die eher weniger aktiv sind. Wir starten beim ersten Chakra, beim Wurzelchakra. Das befindet sich am unteren Ende der Wirbelsäule. Geh mit deinen Gedanken mal an das untere Ende deiner Wirbelsäule und stell dir dort die Farbe Rot vor. Ein schönes, kräftiges, pulsierendes Rot. Ist das Rot bei dir sehr stark oder ist es eher schwach? Hast du ein starkes Wurzelchakra oder ein noch schwaches Wurzelchakra? Bist du verwurzelt? Oder eher nicht. Dann gehen wir weiter höher zum Sakralchakra, zum zweiten Chakra. Geh etwa mit deiner Aufmerksamkeit etwa 2 Zentimeter oberhalb deines Schambeins. Dort sitzt das Sakralchakra und die Farbe ist Orange. Stell dir dort ein schönes Orange vor. Ist das stark, das Orange, oder eher schwach? Und dann können wir weiter nach oben gehen, zu deinem Nabelchakra, zum dritten Chakra. Geh mit deiner Aufmerksamkeit etwa 3 Zentimeter oberhalb deines Nabels und stell dir in diesem Raum deines Körpers ein leuchtendes Sonnengelb vor. Ist es ein sehr starkes leuchtendes Gelb von dir oder ein eher schwaches? Und weiter dann zum vierten Chakra, zu deinem Herzchakra. Das befindet sich in der Höhe deiner Brust. Geh also zu deiner Brust, zu deinem Herzchakra und stell dir dort ein schönes Rosa oder Pink vor. Es kann richtig schön knallig pink sein. Liebst du dich selbst sehr? Dann wird es ein sehr, sehr starkes Pink sein. Oder ist das eher schwach und du musst an deinem Herzchakra arbeiten? Und dann gehen wir weiter zum Hals, zwischen deiner Halskuhle und deinem Brustbein. Dort sitzt das fünfte Chakra, das Halschakra. Und die Farbe des Halschakras ist Himmelblau. Stell dir ein schönes Himmelblau vor, so wie der Himmel im Sommer aussieht. Ist das ein sehr starkes Himmelblau oder ein schwaches Himmelblau? Und dann gehen wir weiter nach oben, zum Stirnchakra, zwischen deine Augenbrauen. Und die Farbe des sechsten Chakras ist dunkelblau, so ein schönes Indigoblau. Ist die Farbe dort sehr stark ausgeprägt oder eher schwach? Musst du so wie ich daran arbeiten, loslassen zu können und vertrauen zu können? Und dann gehen wir ganz nach oben, zu deinem Kronenchakra, zum siebten Chakra, auf deine Kopfmitte. Und die Farbe dort ist lila. Ist das so ein schönes, kräftiges Lila bei dir oder ein eher schwaches Lila, ein ganz helles Lila? Und um jetzt zurückzukommen, atme einfach wieder ein paar Mal tief ein und aus. Dann kannst du deine Füße bewegen. Und deine Hände bewegen, die
dich deines Körpers wieder bewusst werden, dem Raum, in dem du dich befindest. Du streckst und regelst dich ein bisschen, öffnest die Augen und bist dann wieder hier bei mir. Und wenn du magst, dann notiere dir jetzt schnell, was du festgestellt hast, bei welchem Chakra die Farben eher schwächer waren, wo eher stärker. Und dann geht's weiter mit diesem Video. Nicht nur durch so eine Meditation könnt ihr eure Chakren aktivieren oder mal schauen, wie der Stand der Dinge bei euren Chakren ist, sondern auch durch die Kleidung eurer Farbe, durch Steine, durch Düfte, durch Essen und Öle oder aber durch Tassen. Und hier kommen wir zu einer ganz, ganz tollen Verlosung in Zusammenarbeit mit Chakmonie. Chakmonie Energize Your Life. Auf Chakmonie bin ich gestoßen durch die Zeitschrift Hashtag BeLove. Das ist jetzt die neue Ausgabe der BeLove. In der vorangegangenen Ausgabe bin ich auf Chakmonie gestoßen. Und weil ich mich da schon sehr stark mit Chakren beschäftigt habe, fand ich das super interessant. Übrigens eine Zeitschrift, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Es gibt selten Zeitschriften, wo ich wirklich jeden Artikel lese, weil wenn mich jeder Artikel interessiert. Bei der BeLove ist das aber so. Das neue Joyful Living Magazin für dein Mindstyle-Gefühl. Und in dieser neuen Ausgabe, also es gibt zwei im Jahr, das ist jetzt halt die neue, geht es zum Beispiel um Yoga, darum, dass jeder beziehungsfähig ist. Es geht um magische Rezepte, Kochen für die Seele, dein Leben in Balance, Lifestyle-Bloggerin Madafi im Interview, so gelingt glücklich sein und die Kraft der Stille durch Meditation. Also super, super tolle Artikel, die hier drin sind. Ich verlinke euch die Seite von BeLove unten in der Infobox. Ich habe damals mein erstes Exemplar im Urlaub im Zeitschriftenhandel bekommen. In größeren Städten solltet ihr eigentlich keine Probleme haben, die BeLove zu bekommen. Ist wirklich eine Zeitschrift, die ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Und da bin ich, wie gesagt, in der letzten Ausgabe auf Chakmonie gestoßen und auf die Tassen von Chakmonie. Das ist jetzt hier zum Beispiel mal eine Tasse von Chakmonie. Das sind Designtassen, die von Carla Porzellan in Thüringen werden die produziert. Das ist auch wirklich made in Germany. Die sind rein weiß. Die sind per Hand, werden diese Mandalas hier wirklich aufgebracht und auch der Spruch, der hier drin ist, das ist in diesem Fall, ich bin kreativ, die werden wirklich mit Hand aufgebracht, bevor sie dann im Ofen gebrannt werden. Die sind kratz- und spülmaschinenfest, die sind UV-lichtbeständig, die sind lebensmitteltauglich. Also hier habt ihr wirklich ein Qualitätsprodukt. Und mit Chakmonie haben wir zusammen ein Gewinnspiel für euch organisiert. Also mit Chakmonie Energize Your Life finde ich auch so einen tollen Spruch. Und Chakmonie, Chakren in Harmonie, das ist Chakmonie. Finde ich auch super, super schön. Und ja, was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Ich habe zu jedem Chakra eine Tasse da. Also alle 7 Chakren habe ich hier. Ich kann euch gerne noch ein paar zeigen. Die sehen einfach wunderschön aus. Ich bin stark und beschützt. Und es gibt immer einen passenden Tee noch dazu. Der ist jetzt hier zum Beispiel mit Salbei, Ingwer und Holunderblüten für Kraft und Wärme. Hier hatten wir Hibiskus und Orange mit dabei. Dann zeige ich euch mal das noch. Ach, super, super schön. Ich bin Ruhe und Klarheit. Voll schön. Auch mit dem passenden Tee dazu. Ingwer und Zitrone für Vision. Super klasse, auch mit dem Tee. Ich kann euch auch mal auf der Schachtel. So, da könnt ihr nämlich alle Tassen sehen mit den Symbolen. Die sind super, 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 super schön. Und das ist halt eine super schöne, einfache Form, um die Chakren im Alltag zu aktivieren. Wenn ihr der Meinung seid, okay, ihr müsst gerade an eurem Herzchakra arbeiten oder an eurem Stirnchakra arbeiten oder an eurem Nabelchakra arbeiten, dann nehmt euch bewusst diese Tasse mit diesem Symbol. Oder ihr kennt eine Person, die halt vielleicht oft darüber klagt, dass sie Probleme hat. Sie hat schon viel gelesen über Selbstliebe und sich ganz viele Videos anguckt und irgendwie funktioniert es einfach nicht. Dann schenkt ihr doch zum Beispiel zu Weihnachten die Herzchakra-Tasse. Weil das ist so eine einfache Form, weil man das Symbol ständig dann vor sich hat, wenn man daraus trinkt. Und auch die Farbe und den Spruch, ich bin stark und beschütze, ist halt auch so, so schön. Und dadurch kann man automatisch seine Chakren aktivieren, mit seinen Chakren auch arbeiten, ohne dass man sich da jetzt irgendwie stundenlang hinsetzen muss oder so. Es geht durch so kleine einzelne Sachen, wie dass ich halt so eine schöne Tasse nehme, entsprechend des Chakras, mit dem ich vielleicht heute auch arbeiten möchte.
Es gibt, wie gesagt, ich habe zu jedem Chakra eine Tasse da und ich verlose 3 Tassen an euch. Und das funktioniert wie folgt. Ihr schreibt mir einfach unten in den Kommentaren, dazu könnt ihr euch das Video eventuell nochmal angucken, was so im ersten Gefühl das Chakra ist, mit dem ihr arbeiten solltet, was bei euch schwach ausgeprägt ist, wo ihr verstärkt was für tun möchtet. Schreibt mir, welches Chakra das ist und warum. Zum Beispiel, dass ihr wie ich mehr Vertrauen müsst, loslassen könnt, dass ihr also mit dem Stirnchakra mehr arbeiten müsst. Oder dass ihr im Thema Selbstliebe mehr arbeiten wollt, halt mit eurem Herzchakra. Schreibt mir das gerne und ich los dann aus, wer welche Tasse bekommt. Ihr bekommt dann natürlich die Tasse eurer Wahl. Und auch hier, Weihnachten rückt ja immer näher, finde ich das halt echt eine schöne Idee, dann jemandem, man muss es ja nicht auf diesem spirituellen Weg angehen. Einfach der schöne Spruch ist doch halt schon super schön und die Symbole sind auch super schön. Das ist halt echt ein klasse Geschenk, das ist halt auch ein Qualitätsprodukt. Zu sagen, okay, ich kenne da jemanden und ich bin der Meinung, der sollte ein bisschen an seinem Herzchakra arbeiten. Also tue ich ihm doch was Gutes und schenke ihm diese Tasse. Und wenn irgendwann vielleicht mal das Gespräch drauf kommt und derjenige offen für sowas ist, könnt ihr mit ihm ja über die Chakren reden. Oder vielleicht kennt er das Ganze schon. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die sich unglaublich gerne oder die schon sich mit Chakren beschäftigen. Ich finde das super spannend und interessant. Und jetzt kann ich vielleicht auch auflösen, warum ich heute diese T-Shirt-Farbe gewählt habe. Hellblau. Wissen wir ja alle, steht für unser Halschakra, also für die Kommunikation. Und es war mir heute wirklich super, super wichtig, dass ich euch dieses Thema rüberbringen kann, weil es einfach was, es ist so simpel damit zu arbeiten und es verändert so viel. Und ihr habt halt zu jedem Lebensbereich könnt ihr was machen. Ja, wenn ihr den Sex in eurer Beziehung ein bisschen aufpeppen wollt, ja, dann wisst ihr jetzt, mit welchem Chakra ihr arbeiten müsst, welche Klamottenfarbe ihr öfter tragen müsst oder aus welcher Tasse ihr trinken solltet. Wenn euch dieses Thema Chakren mehr interessiert, was mich unglaublich freuen würde, dann würde ich gerne nochmal zu jedem einzelnen Chakra nochmal ein extra Video machen. Dann würde ich euch gerne auch noch ein paar andere Produkte von Chakmoni vorstellen. Da gibt es nämlich noch so viel mehr. Da gibt es auch tollen Schmuck, tolle Accessoires. Dann schreibt mir das gerne auch mal unten in den Kommentaren, ob euch dieser Chakra-Beitrag gefallen hat, ob ihr gern zu jedem Chakra nochmal spezieller was hören würdet. Dann würde ich auch darauf eingehen, welches Essen zum Beispiel oder welche Düfte dann auch die einzelnen Chakren noch anregen, damit ihr halt in eurem Alltag noch viel, viel mehr damit arbeiten könnt. Also ihr esst dann halt ganz speziell diese Sachen, um das Chakra zu aktivieren. Oder ihr legt euch so einen bestimmten Duft zu, ne, mit einer Duftlampe dann oder so. Also super simpel und so schön und so entspannt. Und man kommt so mit sich in Kontakt. Man lernt sie auf einer ganz anderen Ebene einfach mal kennen und kann viel, viel besser auf sich hören. Okay, wo hängt es denn jetzt? Wo ist es denn nicht im Fluss? Super, super schön. Vielen Dank nochmal an Chakmoni für die tollen Tassen. Ich liebe die total. Ich freue mich darauf, daraus zu trinken, wenn die in meinem Schrank schon stehen. So schön und ich freue mich darauf, 3 von euch glücklich zu machen und 3 Tassen unter euch zu verlosen. Ich schreibe nochmal alles zur Verlosung unten in der Infobox. Ich freue mich sehr auf euer Feedback zu diesem Video. Ich würde das Thema gerne weiterhin auf diesem Kanal aufgreifen, aber nur, wenn euch das natürlich zusagt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.